Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Shalia. Grüßt euch zurück zu dem heutigen Video. Und ich habe gedacht, es könnte Spaß machen, heute über das Thema Produktivität für Solopreneure zu sprechen. Wir haben 10 nach 3 und also 15.15 Uhr circa in Richtung an einem Mittwochnachmittag und ich habe meine wichtigsten Prioritäten für den heutigen Tag erledigt und hinter mir gebracht. Und das, obwohl ich die Arbeit begonnen habe heute um 9 Uhr. Dazwischen gab es eine Stunde Personal Training Workout mit Tarkan, eine Stunde 15 mit dem Hund und auch noch eine Mittagspause. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 4 Stunden gearbeitet und bis auf ein Gespräch, das noch kommt, bin ich für den Tag fertig. Also für mich ist ein typischer Arbeitstag so zwischen 4 und 6 Stunden. Und das, obwohl ich nur 3 Wochen pro Monat arbeite. Also eine Woche habe ich Free Flow, da mache ich Urlaub oder mache andere Dinge. Aber anyway, dennoch, ich habe viel, wie soll man das sagen, ich habe viel freie Zeit während eines üblichen Tages und doch kriege ich mehr geschafft als die meisten anderen Menschen, die ich kenne. Und da möchte ich mich nicht auf die Schulter klopfen, sondern ich bemerke das einfach. Ich bin gerade in einem Projekt mit einer Gruppe von 6 anderen Coaches und ich scheine die Einzige zu sein, die überhaupt was geregelt bekommen. Entschuldigung, Team, eine deutsche Frau ist dabei, wenn sie das hört. Nicht beleidigt sein. Ich bemerke das einfach. Und ich habe gedacht, ich möchte mit euch ein paar Tipps teilen, wie ich das schaffe. Und das sind Tipps, die weitergegeben wurden an mich und die ich in meiner täglichen Arbeit eingesetzt habe. Und ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Und ich möchte das mit dir mal durchgehen. Also, die erste Idee, wie ich es schaffe, wenig zu arbeiten und viel zu schaffen in meinem Business und das sehr entspannt, ist ein einfaches Businessmodell und einfache Produkte. Für diejenigen von euch, die mich verfolgt haben, während ich die Simple Business Serie gemacht habe, du wirst wissen, dass ich mein Business gerne aufbaue wie ein Bento-Box. Kennst du diese Bento-Boxes, die du beim Japaner oder Koreaner kriegst? Diese wunderschön in der Mitte schwarz lackierte Boxen, außen meistens rot oder umgekehrt. Und dort sind 4 oder 5 Fächer, wo die Essenssorten aufgeteilt sind. Und so ist es bei mir auch. Ich habe in meinem Business-Programm, habe ich zurzeit, lass mich überlegen, 1, 2, 3 Produkte und einige Produkte in meinem Online-Shop, die allerdings als Selbstlernkurse zur Verfügung stehen. Das heißt, mein Businessmodell ist sehr, sehr einfach mit wenigen Produkten und die Coaching-Dienstleistungen oder die Gruppenprogramme, die ich habe, die haben ähnliche Komponenten drin. Das heißt, ein F&A-Call, was für alle Personen ist, ein Freitagsbericht, der für alle Personen ist. Also einige überschneidende Dienstleistungen, die ich einfach neu zusammenstelle für neue Produkte. Also ein Simple Business Modell und einfache Produkte und wenige Produkte ist ein Weg, wie ich mein Business so ja, aufsetze, dass ich mehr Zeit habe für Sport und Spaziergänge und spätes Anfangen und frühes Aufhören und all das. Das zweite Thema, das ich mit euch teilen möchte, hallo Dirk übrigens, ist das Thema Time Batching. Time Batching ist ein englisches Wort und es ist die Idee, dass man ähnliche Aufgaben sammelt an eine bestimmte Zeit. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich coache an Dienstags, an Donnerstags und am Vormittag am Freitage. Und das sind wirklich die geballte Zeiten, wo ich viel Zeit mit meinen 1:1 Kunden verbringe, eine ähnliche Aufgabe zusammen gepresst an 2,5 Tage. Oder die Idee, dass man zum Beispiel sagt,
Ja, meine Kunden dürfen in Kontakt mit mir sein zwischen den Coachings. Aber in meinem Fall ist es so, dass meine Kunden einen Fortschrittsbericht schreiben am Freitag. Und am Montag schaue ich in einer Stunde alle Antworten von allen Kunden an und beantworte, was notwendig ist in dieser einen Stunde. Anstatt über die gesamte Woche das E-Mails reinflattern und ich bin irgendwie überwältigt und kann das gar nicht beantworten, weil es immer wieder reinflattert. Also das ist die Idee von Time Batching. Du wirst das kennen, wenn du zum Beispiel eine E-Mail-Aussendung gemacht oder nicht E-Mail-Aussendung, eine Brief-Aussendung gemacht hast, zum Beispiel bei einer Hochzeitseinladung, dass man sagt, man nimmt nicht ein Brief, schreibt eine Notiz, tut es in den Umschlag, tut die Adresse drauf. Wahrscheinlich bist du anders vorgegangen. Du hast einfach alle auf den Tisch gelegt, hier unterschrieben, dort unterschrieben, dort unterschrieben, dort unterschrieben, dann alle eingepackt, zack, 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 dann die Etiketten ausgedrückt, draufgeklebt, 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 draufgeklebt. Das ist auch eine Art von Prozessierung im Time-Batching. Dann der dritte Tipp, den ich mit euch teilen möchte für mehr Produktivität im Solopreneur-Leben, ist das Thema mit den Big Rocks. Ich weiß nicht, ob du über Big Rocks schon was gehört hast. Das ist eine Idee von Stephen Covey, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist so eindrücklich durch ein Video, das man auch auf YouTube suchen kann und finden kann, mit ihm, wo er vor einem Seminarraum steht und eine Frau nach vorne bittet. Und dann hat sie jede Menge Steine auf dem Tisch, so ganz, ganz kleine Schotsteine, dann Kieselsteine und dann große Brockensteine. Und sie kriegt ein Glas, ein Gefäß, wo das alles reinpassen soll. Und sie beginnt mit den Schrott und mit den Kieselsteinen. Und irgendwann mal ist dann kein Platz mehr für die großen Steine. Und die großen Steine stehen für die großen Prioritäten in deinem Leben oder in deinem Business. Das sind die wenigen Dinge in deinem Business, die dich große Sprünge nach vorne bringen würden, wenn du die priorisieren würdest. Aber was tun wir stattdessen? Wir gehen auf Facebook und wir wollen eigentlich nur dort, keine Ahnung, einen Post machen und dann gehen wir in das Hasenloch, wenn man so will. Also auf Englisch sagt man going in down the rabbit hole. Man sieht jemand dort, dann verfolgt man da was und wenn man geschaut hat, hat man nicht seine Augen auf die eigentlichen Prioritäten. Oder das Gleiche gilt auch für E-Mails, dass sie reinströmen wie verrückt und dass man den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, E-Mails zu beantworten von Leuten, die von einem was wollen. Aber das ist diese ganze reaktive Sein in deinem Business, anstatt selber zu bestimmen, was du für wichtig hältst. Und was Big Rocks, wie das für mich ausschaut, ist, das sieht so aus. Das ist meine To-Do-Liste für morgen. Ich weiß schon, woran ich morgen arbeite. Ich habe gestern das Video gedreht zum Thema Handwerker-Dasein und ich habe so drei Ideen, an die ich gerade arbeite und die gehören auf dieser Liste zu meinen Prioritäten beispielsweise. Und das gehört auch zu den Big Rocks, dass man pro Tag sich maximal drei kleine machbare Aufgaben sich vornimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber oder wie du das machst, aber früher habe ich eine fortlaufende, riesengroße To-Do-Liste gehabt. Und dort war immer 16, 26, 36 verschiedene Aufgaben drauf. Und ich konnte gerade an einem Tag, weil ich sie viel zu groß gestaltet habe, nur einen halben abhaken und bin am Ende des Tages dort gestanden mit dem Gefühl, oh Gott, ich habe noch 66 verschiedene Dinge, die noch anstehen. Und jeder Tag war ein unerfülltes Gefühl mit dem Schluss des Arbeitstages. Wenn du dir allerdings drei kleine machbare Dinge dir vornimmst, ist das wesentlich einfacher. Und du hast immer an jedem Ende von jedem Arbeitstag das Gefühl, ja, die drei wichtigsten Hauptprioritäten habe ich abgehakt. Nun, heißt das, dass du nur drei Dinge machst pro Tag in deinem Business? Kann sein, warum nicht? Wenn du dich als Marathonläufer siehst, dann werden die Babyschritte zählen und die Dauerhaftigkeit deines Tuns, die zu einem großen Gesamten führen, also nach dem Motto, Kleinvieh macht auch viel Mist.
Oder du tust wie ich, du kommst am Ende des Tages um 15 Uhr und du denkst dir, Hauptaufgaben für den Tag erledigt in den 4 Stunden, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe noch Zeit für ein Facebook-Live-Video. Ich habe noch Zeit, ein bisschen zu basteln an einem Kajabi-Produkt, was ich angefangen habe. Ich habe noch Zeit für ein Gespräch mit einer Kollegin. Du kannst das also so gestalten, wie du willst, aber Hauptsache die Big Rocks sind als erstes fertig. So, was habe ich noch hier auf meiner Ideenliste für euch? Prozesse anstatt To-Dos. Das ist auch eine sehr augenöffnende Sache, die ich irgendwann mal gemerkt habe in meinem Business, weil mich macht es also sehr viel Spaß, oder mir macht es Spaß, sagt man auf Deutsch, glaube ich, dass ich Prozesse aufsetze in meinem Business, anstatt lauter, langen, ewigen To-Do-Listen mit Einzeltasks. Was meine ich damit? Naja, das heißt für mich, wenn du einen Kennenlerngesprächsprozess hast in deinem Business, das ist die Möglichkeit auf deiner Website, dass man sich anmeldet bei dir zu einem kostenfreien Kennenlerntermin, um zu schauen, ob eine Zusammenarbeit passt, dann wird das einen Ablauf haben. Es wird ein Anmeldungsformular wahrscheinlich geben, dann wird es einen automatisierten E-Mail an den Kunden zurückgesendet, wo sie sich auf das Gespräch vorbereiten können. Bei uns ist es so, dass man die Leute in Richtung die Testimonial-Seite führt, dass man die in Richtung das Interview mit Shelly führt, sodass sie das vorher anschauen können und möglichst viele Antworten schon beantwortet bekommen, bevor sie in das Kennenlerngespräch kommen. Und dieser Prozess habe ich zusammen mit meinem Teammitglied, mit Simone Förster, einmal durchdacht. Und dann haben wir das definiert in einem Online-System mit dem Namen Sweet Process. Und dort steht es in kleinste Detail, was es zu tun gibt. Und dieser Prozess wird einfach immer wieder wiederholt. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Jeder weiß, an welchem Teil des Prozesses er oder sie beteiligt ist. Und das Ganze geht fließend von der Hand. Und wir haben vielleicht, keine Ahnung, eine Handvoll Prozesse, die für das Kerngeschäft wichtig sind. Und daher fallen die vielen To-Dos und immer wieder neu überlegen, was man tun sollte. Und das ist obenrein eine sehr schöne Erfahrung für den Kunden, die in diese Kennenlerngespräche kommen, weil sie fühlen sich professionell abgeholt und haben ein System, an dem sie sich entlanghangen können. Also das hat Vorteile nach innen und nach außen. So, hier kommt mein vorletzter Tipp, bevor wir mit diesem Live-Video beenden, für Produktivität für Solopreneure, nämlich die Don't-Wait-Mentalität. Und zwar, was meine ich damit? Das heißt, ich habe das einmal gehört von Bernadette Doyle. Bernadette Doyle ist eine Online-Marketing-Mentorin aus Großbritannien. Früher hat sie in Irland gelebt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch noch dort lebt. Aber sie hat mal ein Programm auf dem Markt angeboten, wo ich Teilnehmerin war. Und sie hat gesagt, do it now. Tu es jetzt. Und um ein Beispiel zu benennen, gehen wir zurück zu diesem Kennenlerngesprächsprozess. Früher, wo ich selber die Kennenlerngespräche in meinem Business gehalten habe, bevor wir unseren Enrollment-Coaching-Roller hatten, hatte ich dann das Gespräch mit der jeweiligen Person durchgeführt. Und für mich zu einem professionellen Kennenlerngespräch gehört, dass am Ende des Gesprächs, dass ich als diejenige, die ein Produkt, eine Dienstleistung anbietet, dass ich zusammenfasse, was ich gehört habe, was ich verstanden habe und eine Aussage auch mache, ob ich finde, dass ich in der Lage bin, dieser Person zu helfen oder nicht. Und nochmal schriftlich das zu verfassen und eine E-Mail zu senden, mit den Paketen angehängt. Und die Versuchung war immer dort, gerade an einem Tag, wo ich viele Termine hatte, dass ich sage, ja, ich schreibe diese E-Mail, das haben wir besprochen, morgen oder so. Und nein, ich habe mir angewohnt, das sofort zu machen, nicht zu zögern, dort, wo es noch frisch im Kopf ist, das einfach zu machen. Oder gestern, ich hatte ein Team-Meeting am Abend mit einer Gruppe meiner Kollegen aus der Supercoach Academy und wir hatten unser Listen Revolution Projekt durchgesprochen, die Website angesehen. Wir schreiben eine Application für die Ringling
College of Design in Sarasota, Florida, dass sie uns unterstützen mit der Erstellung von einem viralen Video, was wir gerne bei dem Projekt dabei haben wollten. Wir haben aufgelegt mit dem Team-Meeting und ich habe sofort alle meine To-Dos, die aus dem Gespräch entstanden sind, in den nächsten 45 Minuten einfach erledigt, abgehackt, fertig. Und diese Sofort-Mentalität, wenn sie angeknüpft sind an die Big Rocks, man möchte nicht sofort und überall einfach reaktiv agieren in jeder Hinsicht, aber wenn sie an die Prozesse, an die Big Rocks dran geklebt sind, dann wirst du sehen, dass du eine fast null Inbox hast. Ich habe meistens 4, 5 E-Mails in meine Inbox, die auf mich warten. Wenn es richtig viel wird, sonst sind es 9 oder 10. Und meine 3 To-Dos, die ich halt für den Tag habe. Einfach auch deswegen, weil ich diese Don't-Wait-Mentalität an den Tag stelle. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, bevor wir mit diesem Produktivitätsvideo abschließen. Und zwar, es gibt ein Motto. Es gibt ein Motto der amerikanischen Marine. Und wer in meinem Successful Solopreneur System schon dabei war, kennt diesen Spruch von mir, weil ich sage ihn auf wirklich am Anfang von jedem Online-Kurs, den ich halte dort in dem System. Und zwar geht es so: Slow is smooth, smooth is fast. Also langsam ist glatt und glatt ist schnell. Bisschen schlecht übersetzt, aber ich glaube, du verstehst den Sinn und Zweck. Und zwar bei den Marinen ist es so, sie sind in Einsatz. Sie haben gefährliche Einsätze. Vielleicht stürmen sie irgendeinen Bereich, sind bewaffnet, kommen vom See auf das Land, müssen jemanden rausholen aus einem Land. Ich weiß nicht, was sie alles machen. Und es kommt auf Menschenleben an, ob sie das Richtige tun oder das Falsche tun. Und die wollen ja keine Fehler machen. Und deswegen ist ihr Motto, dass sie ganz langsam und behutsam vorgehen in ihrem Einsatz. Und je langsamer die unterwegs sind, desto glatter läuft der Einsatz und desto schneller die am Endeffekt zum Ziel kommen. Das heißt, bei aller Produktivität, bei aller Do-It-Now- und Big-Rock-Fokussierung, ich gehe immer in diesem inneren Gefühl von Langsamkeit vor. Ich lasse mir Zeit, ich plane großzügige Zeiträume ein, um eine Aufgabe hinzubekommen. Ich hetze und eile nicht. Und ich versuche alle Gefühle von Dringlichkeit und Druck, die vielleicht aufkommen, einfach wieder von mir zu gehen. Und das gibt mir ein unglaubliches Gefühl von Zeitwohlstand, was mir sehr, sehr gut gefällt. Nun jetzt zum Abschluss, das waren meine Tipps, ich wiederhole sie nochmal, Produktivität für Solopreneure, einfach aus Spaß heute diesem Video, einfach aus der Beobachtung heraus, dass ich ganz viel schaffe in kurzer Zeit und das mit einem sehr entspannten Gefühl und viel Zeit weg von meinem Schreibtisch und dass ich mit dir einfach diese Dinge teilen wollte. Simple Business Modell und Produkte, Time Batching, Big Rocks, Prozesse aufsetzen anstatt einzelne To-Dos, eine Don't-Wait-Mentalität und Slow is smooth, smooth is fast. Und hier ist das Ding. Wenn du mich kennst und meine Kunden, die hier zuschauen, vielleicht in dem heutigen Video, du weißt, dass für mich Dinge erledigen, tun und schaffen, beschäftigt sein und Produktivität gar nicht mehr im Fokus von meiner Person sind. Im Fokus meiner Person ist Lebendigkeit, Joyfulness und Freude, Freude folgen in meinem Business und Verbindung mit anderen Menschen. Also Verbindung mit meinem Team, Verbindung mit mir selbst, Verbindung mit meinen Kunden. Das sind die Dinge, die ich priorisiere jeden Tag. Und diese Produktivitätssachen, die fließen einfach mit. Aber ich habe nicht einen guten Tag oder einen schlechten Tag gehabt, weil ich produktiv war oder weil ich viel geschafft habe oder nie viel geschafft habe. Das ist früher der Fall gewesen, aber nicht mehr jetzt. Und deswegen hebe ich ganz besonders hervor,
dass dieses Video heute aus Spaß entstanden ist, um Dinge weiterzugeben, die mir Freude machen und die zu Produktivität führen, zufällig, aber nicht, weil man schneller gehen muss. Ich bin eigentlich sogar dafür, slowing down to the speed of life und mehr Zeit weg vom Schreibtisch, weil nur wer im Leben ist und nicht nur am Schreibtisch, hat was zu erzählen, hat was zu teilen mit anderen. Wir werden sonst zu Computerroboter, das wollen wir ja nicht. Also, dir, euch einen schönen Tag und wir sehen uns sehr bald wieder online. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.